Salira Mod to jest demo. Cześć. Blonder prezentuje modyfikację do Gotika. Ziomek napisał Gotik. A piszesz przez Skype czy przez C? Gut, dass du endlich zu dir kommst. Was ist passiert? Ich kann mich nur mehr erinnern, dass wir in dem verdammten Unwetter die Kontrolle über das Schiff verloren haben. Jetzt nehmen wir Diving. Wir müssen gegen diesen Felsen gekracht sein. Ich kann mich nur noch erinnern, wie ich hier im Strand aufgewacht bin. Aha. Wo sind wir hier? Die Insel passt schon. Wir sind auf Salyra. Ich nehme an, wenn man den Weg hier entlang geht, kommt man nach Karana. Dort sollte Tyras leben. Der Typ, der uns bezahlt hat, dass wir ihm die ganzen Banditen dieser Gegend vom Hals schaffen. Angeblich soll er in der Stadt ja relativ viel zu sagen haben. Wir sollten uns mal bei ihm blicken. Modifikacja jest na jakieś 4 godziny ponoć. Wo sind Flat und Derek? Keine Ahnung. Als ich aufgewacht bin, bist nur du hier gelegen. Kann sein, dass sie es nicht geschafft haben. Dann lass uns aufbrechen. Noch immer den Übermut, was? Ich habe mich hier umgesehen. Dort auf dem Weg scheinen ein paar Wölfe zu lauern. Und unsere Waffen sind mit unserem Schiff untergegangen. Außerdem schauen du und deine Rüstung ziemlich kaputt aus. Was schlägst du vor? Hier hinten ist eine kleine Höhle. Ich habe alles, was ich finden kann, dorthin gebracht. Ruh dich dort erst einmal aus. Es sollte dort außerdem ein Ast liegen. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Weichei, für ein paar Wölfe wird der schon reichen. Das wollte ich hören. Mein verdammter Fuß hört leider fast nicht auf zu bluten. Schlag du dich erst einmal alleine zu Tyras durch. Wenn du mit ihm gesprochen hast, komm zu mir zurück. Ej, mało życia mamy. Ja nie mam nawet niczego. Zniszczona zbroja. Ale do dupy statystyki. Muszelki. No dobra. Taki modzik. Pewnie zajmie 10 odcinków mi to. O, jest. Ty jesteś dług. Muss gehen. Aha. Piszemy grę. I łóżeczko. Co jest? Dlaczego mi nie regeneruje się HP? Nie regeneruje mi się HP, kiedy śpię. Kurwa. Nie podoba mi się to. Jak ja mam niby zabić cokolwiek? Tu wilk stoi. A ja nie mam HP. A maksymalnego HP mam 100. To który mam poziom. Jak ja mam go niby zabić, ludzie? Skoro ja nie mam broni, nie mam życia, nie mam kurwa nic. No super, mogę sobie ziele opierdolić. Tylko jednak broń by się jakaś przydała. Broń mi się jakaś przyda, człowieku. Laga. I chleb opierdolny. Dobra. Od razu można zacząć ekspienie. 50 siła, 30 zręczność, wszystko na 30%. Dobra, nie będzie źle. Mamy pałę. Chodź. One się na nas nie rzucają, tak jak standardowe wilki. Nie potrafię zbierać tych.
Potrafię zbierać skóry, ale po cholerę mi to, jak to jest krótki mod. Jakieś miasto tu ponoć jest. Rośliny. Zbierajmy wszystko. W wszystkich modach wszystko zbieramy, a potem... Cyan, was da entlang spaziert kommt. Bleib stehen. Was willst du? Die Zeiten sind gefährlich, mein Freund. Hier spaziert normalerweise niemand herum. Niemand. Außer Banditen vielleicht. Was soll das sein? Eine Warnung oder eine Drohung? Was glaubst du? Falls das eine Warnung sein sollte, danke. Falls das eine Drohung sein soll, kannst du auch ein paar in die Fresse haben. Dein Glück, Fremder. Du scheinst mir kein Bandit zu sein. Doch sieh dich vor. Die Banditen lauern hier scheinbar überall. Und nicht jeder lässt so eine große Klappe kommentarlos durchgehen. Danke für die Warnung. Wer bist du? Ich sagte dir schon, Fremder. Ist eine gefährliche Gegend hier. Solange ich nicht weiß, dass ich dir vertrauen kann, erfährst du nichts von mir. Aha. Ich muss nach Karana. Folge einfach dem Wegweiser. Der Weg wird dich zur Stadt bringen. Ich weiß aber nicht, ob die Wache dich auch hineinlässt. Solltest du Arbeit suchen, würde ich es auf dem Bauernhof versuchen. Weißt du, wo ich bessere Ausrüstung bekommen kann? Vielleicht haben die Bauern etwas für dich. In der Stadt findest du auch sicher was. Ansonsten kannst du es aber auch bei den Jägern versuchen. Auch wenn Fremde bei ihnen oft nicht gerne gesehen sind. Mestivi. Wo finde ich die Jäger? Folge dem Weg zur Stadt. Geh diesen Weg weiter. Links geht in den Wald dann mal ein kleiner Pfad hinein. Der führt zu den Jägern. Wie komme ich zum Bauernhof? Geh einfach hier den Weg hinunter. Du kannst den Hof kaum verfehlen. Ciemne grzybki. Dobra, lecimy. To co to jest? Kurde, to wszystko wygląda, jakbym nie mógł się tu zgubić, naprawdę. To jest farma. Chyba kretu szczury słyszę. Salira i obywatel tak siedzący. Dobra, to są farmy, tak? Pogadajmy z kimkolwiek. Igan. Hej! Alles klar? Ah, ein neues Gesicht. Wenn du etwas brauchst, sprich am besten mit Malrak. Er ist der Chef hier. Doch zu deiner Frage. Ich komme mit der Arbeit kaum hinterher. Meine Säge wird immer stumpfer. Ich bin völlig durchschwitzt. Kannst dir also denken. Na wo? Soll ich dir helfen? Du könntest in die Stadt gehen und beim Schmied eine neue Säge für mich kaufen. Naja, woher du eine bekommst, ist mir eigentlich egal. Halt! Wer bist du und was willst du hier, Fremder? Ich suche Arbeit. So abgerissen wie du aussiehst, könnte das sogar stimmen. Naja, ich will dir mal glauben, Fremder. Geh am besten zu Malrak und frage ihn, ob er Arbeit für dich hat. Aber ich warne dich, stell hier nichts an. Sollte ich herausfinden, dass du mein Vertrauen missbraucht hast, drehe ich dir den Hals um. Erzähl mir etwas über den Hof. Das Land hier gehört Malrak. Er teilt die anderen Bauern ein. Du kannst dir etwas herumschauen, was die anderen Leute so machen. Aber mach keinen Unsinn, klar? Jasne. Jasne, panie Pietro. Jasne, panie Pietro. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein Bauer? Du bist ein Hetel. Nein, bin ich nicht. Falls du gekommen bist, um dir bei mir Fleisch oder Eintöpfe zu holen, muss ich dich wegschicken. Das bekommen hier nur die Bauern.
Deinen Hunger wirst du also woanders loswerden müssen. Kann ich dir irgendwie zur Hand gehen? Ja, könntest du. Mir geht schon langsam das Fleisch aus. Zumindest wenn die Männer hier so weiter essen. Du könntest etwas Fleisch für mich beschaffen. Ein Dutzend Stücke soll... Pass auf dich auf. Nie ma tyle. Ale mogę tyle ukraść. Nie, one po prostu tutaj są. A ja nie lubię, jak ludzie tak robią. Że dodają jakąś modyfikację i one tak leżą, wiecie, na pokaz. Widzę, że nie macie problemów płynących z tego, że podpierdalam rzeczy. Będzie trzeba zagrać w końcu w modyfikację, która zwie się Odyseja. Czy to bym bardzo chciał zagrać? Zobaczymy, jak nam pójdzie przez ostatni czas. Mikstura. Myślę, że te wieśniaki powinni mieć jakąś tutaj kosę, czy jakieś inne gówno, z którego będę mógł korzystać. Prosta modyfikacja, proste zadania. Du gehörst nicht zum Hof. Was treibst du dich herum? Ich suche Arbeit. Geh zu den Leuten auf den Feldern. Die könnten Hilfe gebrauchen. Vor allem Tessa und Lance könntest du etwas unter die Arme greifen. Oho. Du bist der Boss hier? Ja, mir gehört der Hof hier. Wie läuft's hier am Hof? Kann nicht klagen. Und so sollte es auch bleiben. Also mach hier keinen Ärger. Ich brauche Ausrüstung. Auf dem Hof hier haben wir kaum was, das wir dir verkaufen könnten. An deiner Stelle würde ich in die Stadt oder zu den Jägern gehen. Ale macie coś, co bym mógł wam ukraść. Ten se pali szluga. A raczej bagiennego ziela. Hej, ty! Bronko, wyglądasz jak Bronko. Zieh das Zeug rein! Was? Hey, die Arbeit hier ist verdammt anstrengend. Da du hier sowieso herumläufst, hol bitte mir und meinem Kumpel Dad einen Schluck Wasser. Wasser? Dobra. Pogadajmy tutaj z kim możemy, abym wiedział, co mam robić. Tessa. Störe ich beim Arbeiten? Nein, eine Pause zwischendurch tut ganz gut. Du schaust schon ziemlich fertig aus. Ja, es ist Erntezeit und ich darf dieses Feld alleine abernten. Das ist keine leichte Arbeit. Warum hilft dir niemand bei dem Feld? Auf dem Hof hat jeder seine Aufgaben. Du wirst alle anderen vermutlich arbeiten sehen, bis auf Mart. Der da drüben steht und sich einen Stängel reinzieht? Genau der. Eigentlich hat er den Auftrag, mit mir dieses Feld abzuernten. Doch davon will er nichts wissen. Ich dachte, auf dem Hof hat jeder seine Aufgaben. Warum macht ihm hier niemand Beine? Weil der Mistkerl verdammt stark ist. Keiner hier traut sich, mit ihm anzulegen. Na, ich ja, hab schon ganz andere Kerle verprügelt. Du schaust aus wie ein Söldner. Bring ihn dazu, wieder zu arbeiten. Mal sehen. Na, i bierzemy mu. Chociażby i tą pałką. Tak, to Bronko. Hej, ty! Tyle razy. Du faules Schwein, solltest lieber Tessa auf dem Feld helfen, als hier herumzukiffen. Lass mich in Ruhe. Hey. So, mein Freundchen, jetzt gibt's eines auf die Fresse. Was? Na warte, die... Boję się, żeby on podwójne ataki robił.
Dobra, kryty dużo walał. Kryty dużo dają. Topór drwala. Nową broń mamy. Dwuręczną. Spoczy. Spoczko, nie? Patrz, ile polnych bestii tam jest. Nie próbuj tego ponownie. Willst du noch ein paar Prügel oder gehst du lieber wieder aufs Feld? Ja, ich gehe. Und schön brav arbeiten, sonst kann es sein, dass mir mal eine Hand ausrutscht. Ale zna skat, nie? Tessa. Siomku. Pomocnika masz. Mart hilft dir wieder. Ich danke dir. Doch bist du sicher, dass er sich morgen nicht wieder dafür drücken wird? Ich glaube nicht, dass er diese Tracht Prügel so schnell wieder vergisst. Die hat er verdient, der faule Hund. Hier, die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Sonst noch Probleme? Ja, allerdings. Wen soll ich diesmal verprügeln? Polna Bastia? Nein, das ist es nicht. Obwohl deine Kampfkraft brauche ich auch diesmal. Worum geht's? Nachts kommen hier und da Feldräuber und machen die halbe Ernte kaputt. Alleine hat man keine Chance gegen sie. Allerdings kommen die Biester ja auch nicht immer. Ich habe mal einige Bauern dazu gebracht, mit mir Wache zu halten. 3 Nächte lang ist nichts passiert. Die anderen hatten dann keine Lust mehr, sich deswegen die Nacht um die Ohren zu schlagen. Naja, 2 Tage darauf sind sie wiedergekommen. Verdammte Biester. Ich soll mir also die Nacht um die Ohren schlagen? Nein, wie gesagt. Sie kommen ja auch nicht jede Nacht. Außerdem will ich diese Biester ein für alle Mal loswerden. Was soll ich tun? Sie haben ein Nest in einer Höhle hier in der Nähe. Wenn du etwas weiter gehst, kannst du sie vermutlich sehen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Diese Viecher vermehren sich recht schnell. Ich soll also hingehen und sie ausrotten. Ein Nest voller Feldräuber anzugreifen ist Selbstmord. Was schlägst du vor? Naja, ich weiß nicht. Soll ich jetzt warten, bis dir was einfällt? Wenn ich Pech habe, kann das Jahre dauern. Hast du denn eine Idee? Ich gehe hin und schlage ihnen die Köpfe ab. Das ist Wahnsinn. Dafür sind es zu viele. Lass das meine Sorge sein. Überlege lieber, wie du mich bezahlst. Umsonst... No idzie zabijać, no kurwa, po prostu, tak. To ja mam petardą wysadzić? Ej, kurwa, dużo ich jest. Jednak mieli rację. Ja myślałem, że troszkę sobie żartują. Że troszkę przesadzają. A co młode? Ucinam wam łepy, tyny. Nie ma czego plądrować. XP za takie dostaję. Na co punkty nauki przeznaczę? Mam 1 punkt nauki. Skąd kurwa? Skąd ja mam ten 1 punkt nauki? Kurwa, dziabnął mnie. Dwa teraz, przynajmniej.
Kolejne dwa. Czy jest to jakieś łóżko, z którego mogę korzystać i spać? Bo jestem weteranem wojennym. Polne bestie napierdalam. Polne bestie, polne bestie. Drugi dzień. Drugi dzień nic nie dał, nie. Nie. Muszę jeść mięso se, bo inaczej umrę. Dobra, kretoszczury tu były. Chodźcie. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Tuzin miałem znaleźć. Ja pierdolę. Roślinka. Nic tu nie ma, niczego nie znajdę. Niczego tu nie ma. Kurwa, zbagował mi się trup. Niczego tu nie znajdę. Dobra, chuj to. Idziemy dalej. Skinia. Doigrałeś się. No kurwa, bandyty. Bezdomny. Masz mordę jak bezdomny. To już koniec, śmieciu. To już koniec, śmieciu. Już się zastanawiam, gdzie są moje critical strike'i. Ekspa za takiego człowieczka. Patelnia, ziele lecznicze, jabłko, chleb, wody. Wodę będę miał. No, eksploracja jest fajna akurat. Bezdomnych tutaj mam.
Zastanawiam się, jak będę mógł sobie rozwijać punkty nauki i tak dalej. Dobra, toporka na razie nie zmieniamy na nic innego, to jest najlepsza moja broń, jaką mógłbym mieć. Grzyby zbierajmy. Grzyby koniecznie zbierajmy. Grzyb. Wow, 70. Ciężka pałka z korcami. To siłę potrzebuję większej. A jak ja to mogę wbić? Dobra. Ja myślę, że na tym zakończę odcinek. Cześć.